Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und heute gehen wir mal wieder in die Ashlands, aber bevor wir das tun, habe ich mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Das geht aber ganz fix, das ist nur etwas, was vom letzten Mal noch aufgeschoben wurde. Und zwar, ich habe ja festgestellt, dass zum einen uns hier das Werkzeug abhanden gekommen ist, ne? Und wir deswegen jetzt hier nur ein Stufe 1 Werkzeug haben. Deswegen dachte ich mir, damit können wir doch direkt mal anfangen. Was würde es denn kosten, den aufzuwerten? Bronze und Kernholz, ja easy. Weil dann haben wir wieder eine Hacke auf Stufe 3. Denn die hätte ich doch dann ganz gern. Oh, wir haben ja nur 7 Barren. Ich hoffe mal, das reicht. Ich glaube aber ja. Und Kernholz haben wir definitiv auch. Hoffe ich mal. Oh ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, let's go. Wir gehen hier hin. Aufwerten. Flug. Und ich hoffe, das kostet jetzt gleich nur 2. Sehr gut. Und ich glaube, Stufe 3 war das höchste. Oder geht es noch mehr? Ja, Stufe 3 war das höchste. Perfekt. Dann haben wir das schon mal abgehakt. Das ging ja schnell. Also wieder nach unten. Ach, und ich habe das Holz noch dabei von letztem Mal, ne? Ich erinnere mich. Ich hatte ja, wollte ja die Kiste oben auffüllen. Und dann habe ich festgestellt, dass die voll war. Das heißt, das restliche Holz kann ich auch wegpacken. So, hier hin. So, und dann haben wir das schon mal abgehakt mit dem Werkzeug. Die packe ich hier wieder rein. Eine weitere Sache, die mir auffiel, war ja, dass wir hier Aschenlanderholz haben. Und da wir hier die ganzen Holzsorten, und hier haben wir Stein und Teer, das ist ja alles so Baumaterial, ne? Deswegen hatte ich die Nägel da auch einsortiert. Ich würde es aber folgendermaßen machen, dass ich die Nägel hier rausnehme. Vor allem eine riesen Kiste nur für Nägel. Und die packe ich dann lieber zu Metallteile, oder? Und zwar machen wir mal so und so. Und die Nägel einfach so und so. Ne? Würde ich sagen. Und dann können wir nämlich hier den kopieren einfach, ne? Glaube ich. Ich mache einfach mal. So. 5. Und eine Trap. Ja, da müssen wir nochmal kurz aufreißen, aber bei den oberen ist es nicht ganz so friemelig wie bei den unteren. Also ich glaube, das sollte jetzt schnell gehen, den Text zu ändern. Ich hoffe es einfach mal. Und zwar nehmen wir nicht den, sondern den dahinter. Komme ich da dran? Bitte ja. Komme ich nicht. Ne? So komme ich dran. Zack. Kopieren. Und dann nach oben. Hier haben wir Teer und da sind die Nägel. Einfügen. Hä? Ah. Ich guck mal, wie viele es sind. Achso, ja, warte, so kann ich ja nicht zählen. Also, es ist Yggdrasil Holz. Ja, toll. Ich mache einfach mal, ne? Z-L-O-H Bindestrich L-I-S-A-R-D-G-G-Y und dann Aschenholz. Ausrasten. Nein, das gibt's doch nicht. Ein zu groß. Muss ich es manuell, man muss es leider manuell machen, ne? Es tut mir leid. Aber so sei es. Und zwar hole ich mal kurz ein Schild, um zu wissen, welche Größe wir haben. Das haben wir letztes Mal bei Kernholz so gemacht. Das hat besser funktioniert, als dass wir die ganze Zeit nicht wussten, wie wir das jetzt machen sollen. Deswegen mache ich mal hier nochmal ein Schild hin. Hier. So. Und es hieß doch Aschenholz. War auch zusammengeschrieben, ne? Jo. Machen wir mal so. Size gleich. Ich peile mal 4 über den Daumen. Aschenholz. Holz. Könnte größer sein. Deswegen machen wir Size gleich 5. Gucke ich das mal. Aschen. Holz. Das ist zu groß. Dann mache ich 4.5. Size 4.5. Oh, Punkt muss es sein. Punkt 5. So. Huch. Zack. Hä? Oh. Ich habe das jetzt gleich vergessen. Hä, was ist denn jetzt los?
Ich mach nochmal alles weg. Size gleich 4.5. Zack. Oh, warte mal, so. Ja, natürlich. Sorry, da war ich gerade ein bisschen Brain AFK. Aschenlande. Was mache ich denn? Holz. Und das passt. Sehr gut. 4.5. Ja, da habe ich mich jetzt zwar verschrieben, aber die Schrift sollte, glaube ich, trotzdem passen. Wenn ich mal das A zu einem E mache, nicht, dass wir nachher unliebsam wird. Ja. Gut, dann nehmen wir das. 4.5. Sorry, hat jetzt doch wieder ein bisschen länger gedauert, als ich es versprochen habe. Obwohl, ich habe überhaupt nichts versprochen. Eigentlich, oder? Ich hab nur gesagt, ich glaube, es wird schnell gehen. So, warte mal. Dann mache ich hier nochmal Aschenholz. Und zwar Size gleich 4.5. Dann Farbe natürlich. Hashtag FFF. Und dann Aschenholz. Und vor das Aschenholz slash N 1, 2, 3, 4. Mach ich mal. Guck mal. Ja, noch lange nicht. Na komm schon. So ist es einfacher anzutargeten. Ja, nee, das reicht noch lange nicht. Dann mache ich mal slash N. No. Und so. Perfekt. Kann sogar einer wieder weg, ne? Wenn ich das mit Schuppen vergleiche. Jo. So. Vorsichtig sein, dass wir hier nicht aus Versehen irgendwas... Ja, den hier nehme ich einfach raus. Zack. Ist besser, ne? Ja. Sehr gut. Hervorragend. Das lassen wir so. Und dann mache ich den hier. Hier dran und da. Und wir haben ein Aschenholzfach. Ist zwar ein bisschen ungalant gelöst, dass es jetzt ein L ist, ne? Aber, ich frage mich auch, wenn die zum Beispiel 5 Stufen werden, dann werde ich zu hoch, ne? Ich glaube, das hatte ich früher, als ich das Lager gebaut habe, mal ausprobiert. Aber so sei es. Dann mache ich das Holz hier rein und Aschenholz hier oben rein. Zack. Sehr gut. Dann würde ich sagen, Co. nach unten. Und rein damit. Und dann gucke ich mal. Nägel mit Metallteile haben wir gemacht. Werkzeug-Upgrade. Ach ja, und noch eine kleine Sache. Das geht aber wirklich schnell, weil ich hatte doch hier das Fleisch in die Organkiste einsortiert. Hier. Monsterorgane. Und da fiel mir auf das hier. Und das hier, ja, das sind zwar Monsterorgane, wenn man es genau nimmt, aber es passt ja auch total gut hier oben hin, weil das ist ja wie die. Und deswegen mache ich mal so, so, so und so und diese Schweife hier hin. Ne? Dann haben wir hier nächsten Schwanz und hier diesen Asquin-Schweif. Fand ich besser sortiert so. So, und das war's auch schon. Mehr wollte ich gar nicht machen, das stand noch an. Haben wir abgehakt und dann würde ich sagen, wir bereiten uns auf die Mistlands, Ashlands vor, würde ich sagen, oder? Alle draus genommen und dann weiter nach diesen Erzen gesucht, weil irgendwie müssen wir das doch wohl hinbekommen. Dann mache ich mal so und so und so. Außerdem Nahrung nehme ich mir hier nochmal ordentlich was raus. So. Und hier haben wir noch ordentlich, dann Met. Hier ein Fünfer, hier die drei und hier die drei. So. Ja. Ne? Und ich habe keine Ahnung, wohin. Das sehen wir dann. Wir hatten ja neues Land entdeckt. Oh, wie spät ist es denn? Wir haben schon Nachmittag. Erstmal pennen gehen. Weil, wenn wir dann losziehen und es wird direkt... Oh, Plusti. und das wird direkt Nacht, dann ist ja auch nervig und dann können wir direkt wieder zurückgehen. Also würde ich sagen, gute Nacht! Guten Morgen und ich habe ganz vergessen, die andere Nahrung auch zu essen, ne? Deswegen ist jetzt unser Balken zwar nicht ganz weit oben, ich kann aber auch schon mal das Energieschild anmachen, oder? Den, sorry, ist ja der, der abwehrt. Also es ist der Schild und nicht das. ja, ich mach mal jetzt schon. Warum auch nicht? Haben wir keine unliebsame Überraschung. Und hindurch. So, here we are. Da ist direkt ein Spawner. Und hier beginnen diese Lavaflecken. Und da die Lavaflecken mal was Neues sind, würde ich eigentlich auch gerne die
weiter vorziehen? Warte mal, ich überlege gerade, wir hatten ja uns hier die Base gemacht. Die sollte ich da auch lassen, weil hier direkt der Boss-Spawner ist. Ich hatte mir ja doch aber... Ich gehe doch mal kurz zurück. Wir haben uns doch ein Notportal gebaut. Ne? Ja, das sollten wir... Ich mache mal das Notportal, wo auch immer es stand, mache ich mal zu diesem hier. Und das bedeutet auch, dass wir ein neues Portal brauchen. Oh, hier liegt ein Holz. So. Und deswegen gehe ich mal kurz hier runter. Schmeiß das Holz rein. Ach, Aschenholz haben wir ja auch eben gerade noch zwei gefunden. Und dann nehme ich mal Edelholz. 20 Stück. So. Zack. So. Dann natürlich die... Hier bei Feuer. Das ist jetzt neu. Muss ich mich erst dran gewöhnen. Und die Augen, ne? Haben auch eine ganz eigene Kiste für sich. Ein bisschen übertrieben vielleicht. So. Und wir haben ein Portal dabei. Und dann gehe ich mal nach oben und kopiere mir mal... Stimmt, ich muss ein Zwischenportal bauen. Mit Müllnamen. Das mache ich mal fix. Ich habe das ja jetzt schon ein paar Mal gemacht. Deswegen weiß ich auch intuitiv, was wir machen müssen. Das hier nenne ich mal... XYZ. Obwohl, nee, warte mal, das könnte etwas sein, das wir wiederverwenden wollen. Ich mach mal so. Keine Ahnung, irgendwelche Buchstaben kopieren. Dann gehen wir hier hindurch. So, hier sind wir. Das können wir theoretisch mitnehmen. Nehme ich auch. Und dann mache ich hier. Stimmt, es hieß Notasche. Da mache ich mal ein. Ach, geht gar nicht. Dann mache ich so einfügen. Notasche können wir uns ja merken. Dann connectet er zu dem anderen Portal. So, und jetzt sind wir natürlich hier rausgekommen. Das ist ja aber das Portal, also schon klar, wir haben jetzt sozusagen das Portal, was hier gerade das Ende ist, verloren. Wir haben jetzt 20 Edelholz, 10 Augen und 2 Sudlingskerne, lassen wir zurück. Aber dafür haben wir ja, ne, das, also was wir dafür rauskriegen, ist ja deutlich besser. Jetzt so rein taktisch betrachtet. Und jetzt gehe ich hier hin und kopiere mir den. Und nehme das Portal hier mit. Zack, weg damit. Und das war's, ne? Dann würde ich sagen, wir können weiterziehen. Und was jetzt das Reiseportal ist, wird dann Notasche, also hindurch. So, perfekt. Halt. Einfügen. Oh. Nein. Notasche hieß es, ne? Sehr gut. Und ich habe Holz vergessen. Das ist natürlich ärgerlich, deswegen nehme ich mal das hier mit. Hä? Oh, nee, sag jetzt nicht, das ist da durchgefallen. Ja, aber theoretisch können wir uns einfach auch hier Holz holen, ne? Oder soll ich eben auf Nummer sicher gehen? Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Hielt ich mich für so clever, dass ich die Workbench in den Stein gebaut habe, weil sie dann schlechter angegriffen werden kann? Ach, das sind da genau die 10 Holz, die ich gerade weggeworfen habe. Und weil, ja, einfach weil sie geschützter ist und nicht im Weg. Also einerseits geschützter und andererseits nicht im Weg. Ja, das haben wir jetzt davon. Gut, also wir haben das Reiseportal wieder frei und wir gehen durchs Notportal. Und wir können losziehen. Oh, der sieht anders aus. Hat der einen Stern? Nee. Oder sieht der... Der sieht irgendwie so dunkel aus im Vergleich zu den anderen. Leuchten die nicht heller eigentlich? Ich sollte mein Energieschild anmachen, ne? Verdammt! Ja, mit dem Ding zu treffen, Alter, das ist echt ein Krampf. Vielleicht sollte ich auch mal warten, bis er gelandet ist. Sagte er und schießt trotzdem wieder los. Na, Squin. Oh oh. Mit Stern. Oh nein! Oh. Wow, 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 wow. War das unser Portal? Steht das noch? Hm, das muss ich gleich mal umbauen. Energieschild. Und er backt fest, glaube ich. Das ist sehr, sehr praktisch für uns. Ich nehme den Froststab. Ich habe so eine Angst vor dem, Alter. Ey, diese Hunde machen mich so nervös. Und wir werden schon wieder von allen Seiten beballert, natürlich. Aber erstmal will ich mich um den Aspen kümmern. Was ist er denn? Wo ist er denn?
Da nehme ich mal den Froststab. Ich habe richtig Angst, dass der Hund gleich um die Ecke kommt und uns wegballert. Soll ich hier einfach abhauen? Das Portal da oben lassen? Oder soll ich das eben umbauen? Weil eigentlich steht es da ja gar nicht schlecht. Hm, ich versuche da mal kurz hochzukommen. Ach, hier geht das nicht, ne? Nee. Hm. So. Tschüss. Ja, doch, komm. Ich mach mal das Portal, weil wenn wir dann nachher durch das Notportal gehen, falle ich direkt runter und dann haben die Gegner einen Überraschungsmoment. Das möchte ich nicht. Deswegen gehe ich mal kurz hier hin. Oh, ist sowieso fast down. Das kommt auch noch dazu. Ich baue mal... Na komm schon, irgendwie. Bau einfach irgendwie. Oh. So. Er hat das Portal zerstört. Deswegen müssen wir jetzt gut aufpassen, nicht zu sterben. Ich hole mir mal den Stuff. Haben wir alles? Ja. Hm, vorsichtig, vorsichtig. Die mache ich mit Feuerbällen weg, weil die gerade schön nebeneinander stehen. Ja. So. Wo sind sie denn? Hier ist der Krieger. Hm, ich will ja eigentlich gar nicht so viel Zeit vertrödeln. Aber ich muss kurz die Stellung sichern, ne? Ja, irgendwie ist der Stein hier jetzt gerade doof. Soll ich einfach weiterziehen und woanders ein Notportal bauen? Aber da fühle ich mich wirklich unwohl. Ich mach's trotzdem. Na komm. Was machst du denn? Ja, ich hau hier mal ab. Das wird zu heikel. Und baue mal hier irgendwie bei dieser Ruine zum Beispiel irgendwo was hin. Ich kann mir das hier ballern, dann mache ich das auch mal. Und der wird mich ewig verfolgen, ne? Nein! Nicht du! Ich bin schon weg. Tschüss. Ich gehe mal hier die Treppe hoch. So. Tschüss. So geht's auch. Und hier hoch. Als Notding ist es ja gar nicht schlecht hier oben eigentlich, fällt mir gerade auf. Kann ja nicht schaden. Fühle ich mich eigentlich wohl. Weil bis sie das ja zum Einstürzen bringen, vergeht ja, glaube ich, einige Zeit. So, verschiedenes. Und dann mache ich hier das Notportal hin. Zack. Hm, warte mal. Jetzt, wo ich gerade die Treppe so sehe, baue ich mal so vielleicht. Hm, oder so. So. Und das ist Notasche. So. Connecte dich mal bitte. Ist er, ne? Hervorragend. Ich könnte das kurz ins Lootloch bringen. Mache ich auch. Und dann gehen wir weiter, ne? Wegen Gewicht. Oh, da hinten sehe ich sehr viel Lava. Das freut mich. Also, hindurch. So, hervorragend. Ja, dann erstmal zum Lootloch und den ganzen Stuff losgeworden. Also das hier. Das behalten wir natürlich. Dann mal kurz auf die Uhr geguckt. Aber ich glaube, es sollte noch recht früh sein, ne? Ja, Mittag, ne? Ja, gerade genau 12 Uhr. Perfekt. Dann gehen wir wieder zurück. So. Und den hier nicht vergessen. Sehr gut. Ja, da würde ich sagen, wir gehen mal zu dieser Lava da unten hin. Ich weiß nicht, ob da unten noch immer die Viecher sind. Ich glaube, ja. Ich würde deswegen einfach mal so über die Dächer spazieren, wenn das denn erlaubt ist. Wenn wir das hinkriegen. Kriegen wir. So. Hm. Mein Energieschild hat noch 50 Sekunden. Oh, Alter, wie sieht's denn hier aus? Ey, krass. Oh, da kommt direkt einer. Frost, ne? Ja, Frost. Bei dem einfach immer Froststab. Weil wenn er verlangsamt ist, dann kann er gar nichts. Als Nahkämpfer. Puh. Gut. Das ist unsere neue Waffe 2, ne? Das war sonst immer der Hammer gegen die Zecken. Und hier haben wir den. Da hinten brennt irgendwas. Ach, das ist, glaube ich, ein Spawner.
Hier ist so eine Ruine. Hm. Ja, ich ziehe einfach mal weiter. Oh, Energieschild. 5, 2, 1. Zack. Direkt wieder angemacht. Und hier hinten ist auch Lavagebiet. Na, also, es ändert sich mal was. Hallo, was ist das denn? Hier so ein Torbogen. Was ist das denn? Hä, der kann über Lava gehen? Dreist! Warum denn? Ist doch ne, also, ist das so ein drachenmäßiges Reptil oder was? So, Buddy. Schön in dein Gesicht hinein. Und auf Wiedersehen. Ja, mit deinem Stuff natürlich. Und da haben wir so eine riesen Säule. Ist es das? Ist es das? Ist es das neue Erz? Also das sieht auf jeden Fall sehr erzig aus, muss ich zugeben. Oh, da ist ein Morgen. Hm, Gebiet sich an. Oh, da sind doch Pilze. Ich habe jetzt allerdings Angst, in den Wald zu gehen und 1000 Viecher rauszulocken. Aber gut. Hm, wollen wir uns erstmal um den Morgen kümmern, weil dann macht er keinen Überraschungsangriff. Das ist das neue Erz hier. Oder kann er, oder täusche ich mich? Aber wie kommen wir da rüber? Hm. Aber wir können einfach bauen, ne? Mit Holz bauen. Ich baue hier mal erstmal ein Portal. So. Oh, da habe ich mich verjagt. Was ist nur so einer? Tschüss. So. Oh, bei dem Ei habe ich Angst. So. Und er hat mich gesehen. Dann locke ich ihn mal vom Portal weg. Hierher. Ich weiß nicht, was am besten bei ihm war. Wow, 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 sie kommt von allen Seiten. Ich hau mal ab hier. Und ich bleib bei dem dicken Stab, ne? Der, der am meisten Damage macht. So, der Morgen natürlich. Und ich baller mir 7 und 6. Ah, der hilft mir auch. Wow, 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 nein, 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 nein. Nein, 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 ich möchte nicht sterben. So, Energieschild. So, 3. Vor allem dieser Frosteffekt hat irgendwie gar keinen, macht irgendwie bei ihm gar nichts. Er kann seinen Effekt trotzdem immer noch machen, wie er will. Ich laufe einfach mal im Kreis. Oh. Ich habe so Angst. Ich könnte jeden Moment sterben. So. Mann, jetzt lass mich in Ruhe. Vor allem, dass es hier nicht verlangsamt, nervt mich übelst. Weil wir ihn dann übel nicht erwischen können. Hier sind noch mehr von denen. Scheiße, und schon sind wir wieder absolut umzingelt. Feuerball. So. Im Kreis. Das hat sich eigentlich bewährt. Und immer schön rein da. Hm, ich habe Angst. Ich gehe einfach mal und hoffe, dass sie mich nicht treffen. Wow, nein! Ja, das war so klar, Alter. Scheiße! Das war einfach schon wieder überrannt. Willkommen in den Ashlands. So viel zu dem Thema. Aber ich glaube, wir haben Erz gefunden. Immerhin. So, da sind wir. Und da gehe ich mal pennen. So, guten Morgen. Und dann laufe ich mal direkt nach unten. Und Gott sei Dank haben wir ja ein zweites Set für einen Magier. Laggedy Lag. Oh, komm schon. Das ist wirklich eine Neverending Story. Ich glaube, daran müssen wir uns echt gewöhnen. Bis das Spiel fertig ist vielleicht. Keine Ahnung. So, den hier auch. Ach ja, stimmt. Thomas, du hast immer gesagt, warum nimmst du denn nicht mal die Skelette mit? Und weißt du was? Das probieren wir jetzt mal. Dann haben wir, ne, ich hatte geschrieben, dass es sich zum Beispiel bei einem Asquin lohnen kann, weil der
dann abgelenkt ist. Und bei den Morgen gilt das ja genauso, ne? Hier wollte ich nicht hin, hier wollte ich hin. Baller war mal alle rein, so. Und das hier auch. Und außerdem Met, hau ich mir den rein. Und hier nehme ich mir zwei. Und den hier baller ich mir außerdem auch. Und hier auch zwei. So. Dann stacken die sich nämlich auch mit dem, was wir bereits haben. Und dann mache ich mal Stopp. Energieschild an. Ja, theoretisch, mein Life ist jetzt noch nicht voll, ne? Soll ich kurz mich hier hinsetzen und warten? Damit das voll regeneriert ist. Ich weiß nicht, beim Sitzen regeneriert man noch schneller, oder? Ich hoffe es mal. Also nicht schneller, sondern mehr auf einmal, glaube ich. Ja, so geht das. Komm. Den Rest, den regeneriere ich jetzt, wenn ich durchs Portal gehe.